waren Schweden und haben mit Braunbären und Elchen gerungen. Und heute ein Kulturschock. Mera Luna! Also, es ist schon wirklich ein extremer Schock, wenn man aus den Wäldern kommt in Schweden. Wir haben dort musiziert auf Gotland. Und dann auf einmal diese Menge von Menschen. Aber jetzt die Geschichte, die ich euch erzähle. Odin kommt am Morgen und lässt Hugin und Munin fliegen, denn er will wissen, was ihr so treibt. Und am Abend, wenn Hugin und Munin zurückkommen, so ist er froh. Aber jeden Tag hat Odin Angst um seine zwei Raben. Hugin und Munin!
das Leben. Aber wirklich sind nur drei Dinge wirklich wichtig. Und das ist: Tanzt mit uns, Venus, Wiener Musica! Oh!
Geisel! Hey, ein Wind. Was ist das hier? Hab geangelt. Also, Dracula kennt sicher Lieder. Ein guter Freund von uns, Prinz Vlad Rezulescu. Schon tot, aber wenn es dunkel wird, kommt er wieder. Mille, Anni, Passi, Sund.
So. Heute haben wir leider nicht so viel Zeit. Wir müssen uns sputen. Aber wir haben uns gedacht, okay, wir spielen ein paar Hymnen, weil ihr habt ja von den anderen Kollegen richtig ein Pfund auf die Ohren bekommen. Jetzt wollen wir für euch spielen etwas ein bisschen Schnelleres. Herr Wirth! Immer noch so laut!
soll man das hinkriegen? Okay. Also, wir fangen an und dann hören wir einfach auf, weil das Lied ist normalerweise 8 Minuten lang oder so. Bei 3 Minuten hören wir auf. Und ihr singt mit Hafruhr, Hafruhr, Dänze, Petilje, denn Hafruhr, Dänze, Petilje. Das ist altnordisch und heißt die Meerjungfrau tanzt so gerne. Hey. Luna, der zweite Tag. Ich freue mich ganz besonders, eine Band wiederzutreffen, die ich das letzte Mal 2005 gesehen habe, als sie ihr geniales Cantus Buranus rausbrachten. Oh, danke schön. Und weil dem so ist, habe ich Ihnen auch was mitgebracht. Oh. Das müsst ihr, halt's mal in die Kamera, damit man auch sieht, was es ist. Ja. So, hier, da. Sehr gut. Das ist aus Berlin, zwei Mädels, die das Originalrezept vom Mexikaner genommen haben, das selber zusammenmischen und statt schwarzem Pfeffer ist da weißer Pfeffer drin. Also bitte, bitte trinkt es nur kalt. Je wärmer es ist, umso mehr brennt es. Aber wir finden es gut, dass es brennt. Also wir sind ja oft in Mexiko. Ich weiß nicht, ob du weißt, ich bin ja auch mit einer Mexikanerin verheiratet. Ne? Also
Dann stellen wir mal hier hin. So. Wir sind Scharfes gewöhnt. Das freut mich. Gut, wir hatten eben schon Cantus Buranus kurz angesprochen. Dazwischen habe ich euch leider nicht so wahrnehmen können. Wie hat sich das weiterentwickelt, was mich besonders auch interessiert? Ich habe damals sehr viel mit Teufel geredet und der Teufel hat euch ja jetzt verlassen. Sagen wir mal so, er ist ja der Teufel und er wird halt in der Hölle gebraucht. Und deswegen ist er nicht mehr bei uns. Ja. Und geht eigene Wege mit Tanzwut. Ja. War das jetzt ein gravierender Einschnitt für euch? Also, ist ja so, also er war ja bei Corvus Corax, er hat so die Ansagen gemacht und hat eben mitgespielt und er hat ja Corvus Corax nicht gegründet, er kam ja erst 1996 dazu. Da waren wir also schon 7 und sind in die Schule gekommen und also das war für uns, war das total okay, für ihn auch, also man geht dann eben getrennte Wege. Wir haben uns jetzt in Kaltenberg getroffen, also wir finden das gut, was er macht. Er macht so Puppenspiel jetzt und das hat uns gefallen und wir machen jetzt und gehen unseren Weg. Also zum Beispiel haben wir jetzt das Fantastical, also so eine Art Musical, haben wir gerade gemacht, den Fluch des Drachen. Sind wir gerade auf dem Wacken und in Berlin Aufführung. Und jetzt kannst du auch mal was sagen. Ja, jetzt kann ich auch mal was sagen. Na gut, also, ja, der Teufel, genau. Wir haben den Kaltenberg gesehen, hat ein tolles Puppenspiel gemacht, hat uns sehr gefallen. Rein musikalisch war das jetzt nicht ein Verlust für uns, weil er halt auch nicht die Songs irgendwie, da hat er ja nicht so viel mit zu tun gehabt. Wir haben ja dann gleich im Anschluss uns auch mal in einer völlig neuen Richtung hingegeben. Also wir hatten ja Europa und auch schon Vorderasien und so relativ abgegrast und dann fiel uns dann irgendwann auf, der ganze Norden hat noch gefehlt. Und haben uns dann eigentlich direkt nach der Trennung so in die keltisch-Wikinger-Norden-Kultur reingestürzt, ganz viel gelesen. Castus hat in Bibliotheken sich irgendwie monatelang vergraben und die verrücktesten Sachen rausgeholt. Ich war in Island, um dort Altnordisch zu lernen, von unserer Freundin Arndes Hadler Asgeirdóttir. Und man muss dazu sagen, wir haben damals 2010 oder 2009 haben wir ein neues Projekt gegründet. Das ist immer, wenn wir sagen, ach, jetzt müssten wir eigentlich mal das machen, haben wir dem Kind einen anderen Namen gegeben, das ist Berlinsgebiet. Und weil wir mit Berlinsgebiet so sehr in Osteuropa waren, aber auch im Orient, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt mit Corvus Corax in den großen, dunklen Norden. Ja, und was ist mit den anderen Projekten? Tanzwut? Da machen wir, also bei Tanzwut spiele ich schon seit 2007 nicht mehr mit. Mein letztes Konzert war in Mexico City. Das war auch der Tag, an dem ich meine Frau kennengelernt habe. Also das war meine mexikanische Liebe habe ich an dem Tag kennengelernt, als ich meinen letzten Auftritt bei Tanzwut hatte. Also wir haben die Gruppe mit gegründet. So, aber das war aber dann wirklich für mich auch Zeit, andere Wege zu gehen. Ich habe eine Solo-CD gemacht, eher Kunst. Dann geht man weiter. Dann hatten wir zwischendurch mit Johannes Steck, der beim Kalten und der Ritterturnier den Turniersprecher gemacht hat, oder den viele natürlich auch von Markus Heitz kennen, weil er die sehr viele Hörspiele von Markus Heitz spricht. Mit dem haben wir die Zwerge gemacht von Markus Heitz. Und dann haben wir uns mit Markus Heitz und Johannes Steck zusammengesetzt und so, jetzt machen wir mal richtig, jetzt schreiben wir die Musik, Markus Heitz schreibt die Geschichte und daraus wurde dann der Fluch des Drachen. So, was haben wir noch gemacht? Naja, ich meine im Endeffekt, jetzt sind wir mal ganz kurz irgendwie so mal in einer halben Minute über diese nordische Variante drüber geschwommen, aber das war natürlich schon für uns und sicherlich auch für den geneigten Zuhörer wirklich nochmal eine Weiterentwicklung, weil die Musik auch wirklich für uns auch erstaunlich irgendwie wirklich anders ist im Norden. Also was wir da so gefunden haben, ist schon sehr speziell, sehr interessant, die Rhythmik, die Melodien und das hat dann auch echt super funktioniert. Also die erste CD, die wir in die Richtung gemacht hatten, Zwerka, die ist auch echt bombig angekommen, da hat man eine richtig tolle Tour zu.
wo wir dann halt mal plötzlich nicht mehr mit unseren bunten Gewändern und so kamen, sondern auch wirklich auch mal die dunkle Seite gezeigt haben. Und da haben wir jetzt natürlich, unser Repertoire ist extrem erweitert, weil wir jetzt halt einfach auch noch etwas, was wir eh schon immer drin hatten, jetzt noch verstärkt, so halt so mystische Elemente, die halt auch so eine Schwere mit drin haben, irgendwie, was wir halt auch super können mit den ganzen Instrumenten. Also wir haben einen unglaublichen Instrumentenfuhrpark. Ja. Es sind ja nur nicht halt nur Trommeln und Dudelsäcke, sondern auch ganz, ganz viele andere Sachen, von mysteriösen Flöten zu riesengroßen Hörnern, Drehleier und was auch immer. Und die haben früher immer auch nicht so richtig gepasst. Jetzt setzen wir die halt auch alle ein, diese Instrumente auch auf der Bühne, und das ist schon echt sehr, sehr geil. Es war eben faszinierend, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ihr baut nach wie vor die Instrumente selber, entwickelt die Ideen dazu? Die Ideen entwickeln wir sowieso, klar. Und der Wim, die haben auch Gründungsmitglied, also Cassius und Wim haben das jetzt zusammen angefangen, den ganzen Wahnsinn. Ja. Und der waren hat auch sich die ersten, die mir über den Weg gelaufen sind, die zwei? Genau. Waren auch die ersten, die mir über den Weg gelaufen sind? Ja. Und Wim philosophiert ja unheimlich gut über diese Instrumente, also... Ja, und der war natürlich wirklich auch in einer schwerwiegenden Bredouille, weil er war immer mit auf Tour und war eigentlich Instrumentenbauer, aber es geht nicht beides gleichzeitig. So, und hat dann, irgendwann war er halt dann auch wirklich genervt davon, weil er mit dem Instrumentenbau nicht wirklich weitergekommen ist, und hat dann irgendwann gesagt, Leute, so leid es mir tut, aber ich will mich auf die Instrumente konzentrieren. Das macht er jetzt schon seit ein paar Jahren. Hat es zwischendurch ab und zu mal bei uns so mitgespielt. Wenn unser einer Kollege keine Zeit hatte, dann war immer so ein Tauschpartner. Und ist jetzt halt fleißig dabei, die Dudelsack-Linie weiterzuentwickeln. Weil wenn man alle drei Jahre einen Dudelsack baut, kann man ja keine Erfahrung sammeln. So entwickelt man halt nicht ein Instrument weiter. Und da ist er jetzt richtig gut mit dabei. Baut tolle Dudelsäcke. War vorher schon toll, jetzt ist er noch toller. Und ja. Wir haben jetzt aber das große Glück, dass wir noch einen anderen Instrumentenbauer in der Band haben. Das ist unser Bass-Zitolenspieler, der repariert Kontrabässe und baut auch Kontrabässe. Und mit dem sind wir gerade am Entwickeln von einem wunderbaren geheimnisvollen, riesengroßes Rieseninstrument, aber das verraten wir nicht, wenn die Leute nächstes Jahr sehen, was wir schon wieder für Zeug anschleppen. Ich hoffe, ich bin eingeladen. Ja, logisch. Du wirst dich gruseln bei dem Sound von unserem neu entwickelten Instrument. Es gibt wieder neue Pläne. Ja, das auf die neuen Pläne bin ich gespannt. Freue mich drauf, dass wir wieder in Kontakt sind. Mhm. Und die liebe Doro wird auch dafür sorgen, dass das so bleibt. Ja, ja, klar. Und ich werde sie auch darum bitten, die aktuellen Sachen von euch mal zu bekommen, dass ich mich auch wieder reinhören kann und auch wieder ein bisschen drüber schreiben kann. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt für mich. Wir danken. Oder für uns. Ja.